Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Fallout 4 Contraptions. Ich habe den Recycler gebaut. Guck mal, was ist das denn hier? Zollstöcke, guck mal. Zollstöcke werden zu Holz verarbeitet. Wie macht sich das denn hier oben? Das Holz. Will ich jetzt gerne mal sehen. Guck mal, das stapelt sich auch hier drin. Ich glaube, ich muss das entfernen. Ja? Ich glaube, das muss ich wegmachen. Weil das macht doch alles viel zu langsam. Es ist aber trotzdem cool. So, machen wir mal Stopp. Machen wir das mal raus. So. Ja, ich weiß. Ihr armen Ressourcen, seid rausgefallen. Okay. Jetzt muss ich das per Hand einsortieren. Oh mein Gott, wie primitiv. Wie geht das jetzt auch? Nee, guck mal. Tatsächlich Distanz gekommen. Okay. So, damit wir auch sehen können, was da, ne? Ich will das ein bisschen länger machen, weil es schön aussieht. Ich liebe Maschinen. I like trains. So, jetzt geht das richtig weiter. Kann ich das auch hier reintun? Eine Besen auch noch. Stoff, Stoff. Oh mein Gott, ich könnte Stunden zugucken. Irgendwas ist gerade verschwunden. Zahnpasta, Zahnbürste. Oh, es ist ein bisschen buggy gerade. Zahnpasta, achso, jetzt ist sie da wieder. Okay, war gerade ein bisschen buggy. Holz. Holz, guck mal, wie viel Holz auch direkt übereinander, ne? Guck, so mehrere. Was ist das denn hier? Yao-Guai-Leder. Ich glaube, daraus kommt auch Yao-Guai-Leder. Aber das wird jetzt erstmal eingelagert, ja? Das wird nicht direkt alles verarbeitet. Ich würde gerne zwei davon bauen, weil eins irgendwie zu wenig ist. Aber was soll's. Okay, den Schlachter wollte ich mit euch ausprobieren. Warte noch, gerade das Holz loswerden. Oh, was ist das denn da? Die Blume wird nicht eingesaugt. Ach, egal. So. Scheiß drauf. So. Okay, der Schlachter. Ich brauche mal gerade... Guck mal, hier haben wir Knochen. Kann ich die da reintun? Nee, ne? Ja, muss ich mal wegmachen. So. Müssen wir mal wegmachen. Die kommen erst, wenn... ich lange weggegangen bin, glaube ich. So, Meierlöck. Na, weißt du wohl. Wir können ja nur irgendein kleines Teil mitnehmen. Da. Nun nicht sprinten. Ich glaube, das funktioniert nämlich nie. Doch, es funktioniert. So, das Teil reicht schon, damit er das als ganzen Meierlöck ansieht. Boah, ich kann es auch da oben anschließen, muss ich aber, glaube ich, nicht. Nee. So, jetzt wird der ganze Meierlöck direkt verarbeitet. Und alles, was weiterverarbeitet werden kann, wird weiterverarbeitet. Da, geht los. Meierlöckfleisch, Öl, Dünger. Ja, das ist das Geile. Wir kriegen Dünger daraus. 3, 4. So viel ist das gar nicht. Schade, das alles. Davon wird, glaube ich, nichts weiter verarbeitet. Das hier wird einfach nur Meierlöckfleisch bleiben. Ja, deswegen muss ich mir irgendwo ganz viele Dinger hinbauen, wo immer Gegner herumliegen. Und kann diese dann immer da reinwerfen. Ich könnte auch theoretisch, ja, Siedler verarbeiten. Die Menschenfabrik. Guck mal, das kann ich ja selbst auch schauen. Das geht nicht. Toll. Wunderbar. So, was mache ich denn als nächstes? Ja, ich muss eigentlich jetzt mal was für die Siedler bauen, damit wir die aus den Füßen haben, während hier weiter fabriziert wird. Das muss ich erstmal grundsätzlich einlagern. Das kann Jahre dauern. Stunden. Jahrzehnte. Millionen. Es ist jetzt immer bei Antiseptikum. Aber es geht immerhin. Ja? Es funktioniert. Vorkriegsgeld. Knochen kommen jetzt hier raus. Keramik. Das ist ein Billardkühl, was auch immer er hier macht. Jetzt auch wieder da drauf. So, okay, das dauert erstmal, bis das durchgelaufen ist. So, meine schönen Siedler. Jetzt bekommt ihr erstmal ein Arbeitshaus. Das sogar zu essen. Was damit? Okay, ich könnte halt auch die Kühe töten.
Oder ich baue. Ich könnte auch mir mehrere Batscher bauen. Das könnte auch gehen. Aus einem Meierlöck kommt eigentlich schon zu wenig raus. Ja, es könnte schon ein bisschen mehr sein. Aus so einer Kuh. Aus so einer Kuh kommen dann direkt ohne Ende Knochen raus. Und Knochen brauchen wir für Öl. Ja, also Knochen ist eigentlich schon echt wichtig. Mal gerade hier alles hier drauf werfen. So. Oh, wie er dann anfängt zu arbeiten. Ich müsste das schon irgendwo anders hinbauen. Das war der da, oder? Ich weiß es nicht genau. Nee, Quatsch, dann wäre der jetzt verschwunden. So kann man halt Leichen loswerden. Endlich. Ich würde gerne mal einen Zimt da reinwerfen. Ne, aber die bestehen ja auch nur aus Hauptknochen und so. Guck mal, da ist wieder eine Leiche. Guck mal, hallo, guck mal, jetzt sind zwei Meierlöck-Dinger. Kommt immer mehr unterschiedlich viel raus. Das ist gut zu wissen. Den mal gerade hier verscherbeln. Verscharren. Geht das überhaupt? Nein, Arsch. Geht einfach so ein bisschen anderen. Guck mal, jetzt verschwinden die. Ist das nicht schön? Ist das nicht wunderbar? Ah. Schöne Munition am Verbrauchen hier. So. Ich muss in allen Siedlungen Plünderstationen bauen unbedingt. Um da regelmäßig auch Schrott abzuholen. Ich würde auch ganze Roboter gerne in die Schlachterei werfen. Ob das auch geht? Oh, das ist ja schön. Die Farm ist nichts Besonderes, aber immerhin. Ich brauche unbedingt eine Arena. Ja, ich brauche eine Arena und da kommt die Schlachterding rein. Ey, ich fasse es nicht. Ja, eine ganze Arena und leichter Siedler kämpfen und werde dafür nicht belangt. Ja? Und werde dafür nicht belangt. Oh mein Gott, ich will da andauernd gucken. Wenn die da sterben. Oh. Und dann mache ich da einfach so eine Rutsche rein. Ja? Ah, das funktioniert nicht mit Leichenteilen. Leider. Leider funktioniert das nicht. Damit. Ah. Guck mal, da kommen die Siedler. Ich muss das Arbeitsgebäude irgendwie. Ich würde gerne da mein Schild draufschreiben, aber das geht nicht. Das Arbeitsgebäude könnte ich irgendwie hier hinter bauen. So länglich. Ich könnte es auch ein bisschen da reinbauen. Aber egal. Hier ist auf jeden Fall die Farm am Hang. Ah, gut. Machen wir es so. Ist einfacher. So. Ich habe wieder eine Waffe gehört. Ah, hoffentlich können auch bald Waffen zerschrottet werden. Da sind noch viel mehr Ressourcen drin. Wenn ich Waffen zerlegen könnte, dann wäre die halbe Miete geschafft. Wirklich. Waffen zerlegen wäre ultra geil. Damit könnte ich so viel Ressourcen scheffeln. Allein, dass jeder Raider ja Waffen dabei hat. Und ich davon Millionen zur Verfügung habe. So. Dann haben wir den. Haben wir irgendwo noch einen Meierlöck? Da liegt noch einer. Den habe ich schon zermatscht. Warte mal, ich muss mal gerade, bevor die mich hier hassen. Wie die zermatschen, ne? Ich muss noch was anderes bauen. Irgendwie einen Deathclaw-Käfig. Ich muss dafür auch schnell reisen oder so, sonst, ne? Guck mal, jetzt sind die Ventilatoren dran. Oh, ist schnell bewegt. Da. Ist das nicht toll? Es ist so wunderschön. Es ist so wunderschön. Es ist so wunderschön. Okay, ich kann die dann nämlich, wenn ich die sortieren will, wieder aus dem Workshop, glaube ich, rausholen. Oder ich werfe einfach alles wieder da rein und dann sortiert sich das. Dafür muss ich aber Sortiermaschinen bauen. Dafür muss ich, glaube ich, von jeder Ressource eine Sortiermaschine bauen. Von jeder Ressource, die es gibt. Das, und ich weiß nicht, wie viel das ist. Und die, das muss alles ein System sein. Ja? Aber das machen wir ein andermal. Nicht jetzt. So, ich muss jetzt überlegen, was wir mit denen machen. Aber erstmal ausruhen. Ich könnte auch schlafen, aber ich habe nichts zum Schlafen. Die größte Stadt, die ich je gesehen habe. Ja, ja, geh doch mal hin. Die anderen sagen immer nee und die anderen ja und dann nee und dann boah und dann scheiße. So, 24 Stunden warten. Sehr gut, warten wir. Mann, so lange war ich noch nie im Starlight Express. Ja, beim Starlight Express? Nicht Starlight Express, ich meine Starlight Drive-In. Starlight Express. Oh, geil, jetzt mal hier ein bisschen Cola einschütten. Oh. Starlight Express, auch geil. Ja? Ah, ich brauche eine Arena, ich brauche so viel Platz jetzt. Ich glaube, ich muss mir ein mehrstöckiges Fabrikgebäude bauen.
in dem die ganzen Maschinen laufen. Theoretisch baue ich noch ein Fabrikgebäude, was jetzt quasi die Maschinen umhüllt. Das kann ich aber nachträglich bauen. Ich glaube, ich kann nachträglich ja die Mauern dann so einführen. Fügen. So. So, meine Freunde. Das hier ist auf jeden Fall das Aufenthaltsgebäude. Ja? Soweit, so gut. Hier sind noch zwei Lasertürme für die anrückenden Gegner, die wir dann in den Batscher werfen. Wie viel Platz haben wir denn hier? Das ist zu wenig eigentlich. Wir könnten hier ein Gebäude hinbauen. Auf Stelzen. Hier ist aber das ganze Mais-Scheißzeug. Ich könnte hier ein Gebäude hinbauen. Genau hier dran. Da sind aber die ganzen Penner im Weg. Wo ist... Genau. Die Glocke, wollte ich sagen. Die muss... Hier hin. So. So. Okay. Nein, du sollst nicht... Ah, warum rennst du auch genau vor meinem Visier? Was ist denn da passiert? Was ist denn mit dem Mais passiert? Kaputt gegangen. Ist noch mehr kaputter Mais. Ups, Entschuldigung. Passiert. Ich habe ein Level up. Oh, hatte ganz vergessen. Ist da irgendwas, was wir brauchen für Contraptions? Ne, ich glaube nicht, ne? Zum Bauen und so. Party Hanks. Du weißt, wie man Party macht und niemals alkoholabhängig. Das ist ja langweilig. Fiebelands Kleeblatt. Oh, la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 l
Oh, was wollte ich denn machen? Ich war auf Pistolen gegangen, momentan auf Schaden. Komm, wir gehen mal auf Glück. Stärke geht immer noch weiter. So, jetzt. Mehr Tragekapazität. Viel, viel wichtiger momentan als andere. So, jetzt geht mal alle darüber. Meine Güte. Okay, es wird jetzt nicht gerade Nacht, oder? Nein, ich habe 24 Stunden gewartet, nicht 12 Stunden, ich Vollidiot. Oh, ich bin so eine Pappnase, das gibt's doch nicht. Ich bin so ein Lappen, ey. Und sowas fällt mir jetzt mal später ein. Ja, sowas fällt mir immer später ein, ich Trottel. Ja, es ist wie eine 360-Grad-Drehung. Was muss ich machen, um umzudrehen? 360 Grad. Ah. Ich bin immer noch vorne. Oh Mann. So. Die Kühe würde ich gerne schlachten, ohne dass die rummaulen. Ich könnte die Dinger da hinten hinstellen und sie heimlich abknallen. Probieren wir das doch mal aus. Wird immer noch fleißig gebaut. Was ist denn jetzt? Aluminium oder Stahl? Ich weiß gerade gar nicht. Teddybären! Guck mal, alles. Es wird alles gefressen. Alles. So. Mal eins. Ich muss das Gebäude gleich mal anfangen zu bauen. Ich komme hier über, kommen auch noch Treppen dran. Keine Sorge, das ist noch bei weitem nicht fertig. Bei langem, weitem langem. Ach ja, die sind da gerade dran. Na gut. Okay, Gebäude der Arbeitskräfte. Jetzt überlege ich gerade, ob wir hier was Neues hinbauen. Und zwar, wie sieht's denn aus mit einer Scheune? Wollt ihr in einer Scheune wohnen? Wie sehen die Teile denn alle aus? So. Oh, das geht doch auch. Ich finde die Scheune schön. Oh, die Scheune machen wir. Wir machen die Scheune. Deal. Sehr gut. Dann machen wir mal. Fangen wir mal hier so an. Und gucken mal, wie wir das platzieren können. Sonst können wir es immer noch umbauen. Das geht. Mal gucken, wie weit wir nach da bauen können. Ups. Ich weiß ja nicht, wie groß wir sein müssen. Wir bauen es so groß wie möglich, so halbwegs möglich, damit wir alles da reinklatschen können, was sie brauchen. So, jetzt gucken wir mal, wie weit wir nach rechts gehen können von hier aus. Ups, Entschuldigung. Oh, nee, das geht nicht. Der muss weg.
Geht doch mal bitte alle zu Glöcke. Hier, guck mal. Zu Glöcke. Zu Glocke. Ich muss auch Anzüge herstellen. Ich werde definitiv für alle Arbeitskräfte Anzüge herstellen. Das geht ja. Ja. Oh mein Gott, es wird so gut. Es wird so unfassbar gut. Es wird immer mehr Strukturen annehmen. Ich werde der reichste Mann. Ich werde der Schrottbaron von Lautestan. Oh, was ist denn los? Oh je. Oh. Beton. Okay, müssen wir mal gucken, wo der Beton ist. Er ist noch nicht verarbeitet worden. Schaltkreise, guck mal. Stifte, Staubwedel, Stangen, Zigaretten. Oh nein, die werden auch verarbeitet. Alles muss verarbeitet werden. Die habe ich doch immer gesammelt. Asbest. Ja, daraus kommt das Asbest. Hier ist Stahl. Spüllappen. Ups, Entschuldigung. Ich könnte auch die anderen Sachen einfach wieder abreißen. Also was heißt abreißen? Ersetzen. Weil wir sehen ja, es muss so ein längliches Gebäude werden. Das da hinten geht zum Beispiel nicht. Guck mal hier, was wir hier haben. Eine Pistole. So, weg damit, weg damit, weg, weg. Und ich geht das hier. Oh, das funktioniert sogar. Das funktioniert nicht, dann raste ich aus. Komm schon! Ah. Ah, schade. Doof, ne? Doof. So richtig AA. So richtig AA ist das. Das bringt doch dann nichts. Scheiße, diese blöde Stelle hier, ne? Ruiniert unsere ganze Idee. Kann ich das Gebäude mal entfernen? Nein, das geht natürlich auch nicht. Das hier könnte ich entfernen. Und hier das Gebäude hinsetzen. Muss ich sowieso nochmal neu setzen. Ihr müsst hier weg. Los, ihr blöden Händler. Ihr habt hier nichts verloren. Oh, guck mal, hier ist noch Meierlurk. Ich komme gerade nicht in die Pötte. Weil ich die ganze Zeit nur ausprobiere. Aber darauf müsst ihr vorbereitet sein. Das ist noch eine Knarre. Entschuldigung. 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 Okay, so. Meierlurk, Fleisch. Fleisch. Ups, Entschuldigung. Ich brauche halt mehrere Dinger, die nebenher laufen. Guck mal, was ist das denn? Weiße, Billard, Tischtennisbälle, wie ich sagen. Gibt's hier gar nicht. Ping-Pongs. Guck mal, jetzt ist der da. Jetzt müsst ihr die anderen Dinger noch dahin liefern. Yvonne. So. Sind da immer noch dran, ne? Ja. Ja. Hahaha. Weggenommen, weggenommen. Ne, 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 ne. Ob ich davon mehrere bauen kann und dann. Ach, schön. Die mögen das halt nicht, die Bewohner, wenn ich die Brahmine abknalle. Aber eigentlich sind es ja meine, ja? Die denken nur, dass die Siedlung ihnen gehört. Obwohl es meine Siedlung ist. Meine Siedlung. Nicht denen ihre Siedlung. Ich spreche auf jeden Fall jetzt gleich ab. Ja, und dann gucke ich mal nach einem Mod, womit ich Sachen tiefer versenken kann. Damit ich diese ganze Ebene ordentlich dingsen kann. Ja? So richtig durchbenutzen. Richtig gut. Ja? Damit ich hier einbauen kann. Na gut, Leute. Das war's erstmal wieder von mir. Von Fallout 4 Contraptions. Nächste Folge versuche ich wieder weiter die Unterkunft der Siedler zu bauen. Das sieht ein bisschen scheiße aus, aber wie gesagt, wir machen alles zusammen. Also, Leute, haut rein.